Herzlich willkommen zu einem weiteren chaotischen Video. Ich bin Eva, Künstlerin, und heute geht's um Fliegenpilze, um Skulpturen, um Friseurtermine und natürlich um 10.000 Abonnenten. Jetzt sind wir 10.000 kreative Seelen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Es ist eine Riesenfreude, dass ich endlich diesen Meilenstein mit euch zusammen geschafft habe. So, dann würde ich sagen, ich rede nicht mehr länger. Ich rede genug in diesem Video. Wir starten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuschauen. Schnapp dir einen Kaffee oder eine Tasse Tee, denn dieses Video geht wieder ein bisschen länger. Es ist Mittwoch und ich habe ja gerade das kurze Video hochgeladen, wie man Pulp aufbewahren kann. Und es gibt wirklich noch Fragen dazu. Okay, zum allerletzten Mal. Hier, diese trockene Pulp, da ist kein Kleister drin. Sobald du Kleister reinmachst, musst du die Pulp aufbrauchen. Ich hoffe, es ist jetzt allen klar. Hier ist kein Kleister drin. Okay. Ich bin gerade dabei, Ideen zu sammeln oder zusammenzutragen oder auszuprobieren. Ich habe gerade wieder mehrere Sachen am Start. Ich habe heute Eichelnkappen gesammelt. Ich habe hier zwar noch eine ganze Dose voll, aber das Sammeln macht einfach immer am meisten Spaß. Da habe ich schon eine Idee. Das gibt eine Weihnachtsdekoration oder Geschenkanhänger. Und dann ist jetzt ja die Zeit, wo die Nüsse, die Walnüsse von den Bäumen fallen. Und da habe ich auch schon eine Idee für Silvester. Und ich finde, das ist eine ganz coole Idee. Ich bin gespannt, was ihr dann dazu sagt. Das werde ich ausprobieren. Also ihr seht, ich teste immer gewisse Dinge zuerst aus, bevor ich sie euch zeige, ob das funktioniert und ich mich nicht komplett blamiere. Einerseits schaue ich mir gerade die Kommentare an und ich bin tatsächlich an einem Shop, an einem modernen Shop. Wenn ich schaffe, könnt ihr da dann wirklich das anklicken und glaubt gleich bezahlen und dann kriege ich eine Information und dann kann ich euch das senden. Dann braucht ihr mir nicht immer zuerst zu schreiben. Da bin ich dran. Ich habe es heute irgendwie gecheckt nach dem 200. Anlauf. Und am Malen bin ich ja auch noch. Und am Ausmisten bin ich wieder. Ich habe ganz viele Figuren weggeschmissen in den letzten Tagen, weil ich die auch gar nicht mehr verkaufen will. Ich kann da nicht mehr dahinter stehen. Darum habe ich die, ich habe sicher etwa 10 oder 12 Figuren weggeschmissen. Ja. Thank you.
Es ist Freitag um 3 Uhr. Es ist trüb und dunkel draußen. Und ich habe bis jetzt die Zeit damit verbracht, meinen Shop einzurichten. Und im gleichen Atemzug habe ich dann auch meine Webseite erneuert. Ich habe in den letzten 2 Jahren immer wieder versucht, einen modernen Shop einzurichten, was mir nie gelungen ist. Und gestern habe ich es tatsächlich geschafft. Unter Tränen muss ich wirklich sagen, meinen modernen Shop fertigzustellen. Hier werde ich jetzt nicht mehr weitermachen. Ich werde euch dann noch die neue Webseite mit dem Shop verlinken. Ich werde das unten noch einblenden. Aber jetzt werden wir kreativ weitermachen. Denn morgen und übermorgen habe ich keine Zeit mehr. Da habe ich einen Workshop. Und daher werde ich jetzt diese kleinen Pilze mit euch zusammen fertig machen. Ich werde noch ein paar Kommentare beantworten. Und dann muss ich mit euch noch ein Gespräch führen. So legen wir los mit diesen Pilzen. Zuerst mal zu diesen Pilzen. Ich habe heute das Video geschnitten und ich habe mal wieder nicht darauf geachtet, dass ich auch unter der Kamera arbeite. Also nur ganz kurz zum Verständnis. Hier habe ich von der Eichel die Kappe. Dann habe ich hier einen kleinen Ast. Das habt ihr ja gesehen, da war ich im Wald. Und dann habe ich den Ast unten mit Holzwolle umwickelt und in die Kappe reingeklebt und oben mit Draht so eine kleine Schlaufe eingefügt, damit man diese aufhängen kann. Aber ich denke, ihr seid clever genug und kreativ genug, um das herauszufinden oder selber zu machen. Ich wollte es nur nochmals betont haben, nicht, dass ich da in den Kommentaren viele Fragen bekomme. Ich werde hier jetzt noch, das sind ja Fliegenpilze, ich werde jetzt hier noch die weißen Punkte draufmalen und in dieser Zeit werde ich eure Fragen beantworten und ihr dürft mir zuschauen, wie ich diese Punkte mache und einen guten Tee genießen. Hier habe ich weiße Acrylfarbe und damit mache ich die weißen Punkte. Okay, kommen wir zu der ersten Frage. Mich hat noch jemand gefragt bezüglich dem Kerzenständer, wenn man den Fuß genug breit macht unten, ob es dann nötig wäre, Sand oder einen Stein einzuarbeiten. Ja, das überlasse ich grundsätzlich jedem selber. Ich persönlich mache gern noch ein bisschen Sand rein, damit es einfach ein besseres Gewicht hat und ich auf der sicheren Seite bin, dass mir der Kerzenständer auch nicht umfällt. Aber ich denke, da seid ihr alle alt genug, um selber zu entscheiden, wie ihr das machen möchtet. Hat mich noch jemand gefragt, ob ich schon mal Pulp mit Papier oder Servietten eingefärbt habe? Nein, mit Papier und Servietten habe ich das noch nie gemacht, aber ich habe mit den Eierverpackungen, die ja bereits schon eingefärbt sind, damit habe ich die Pulp schon mal sozusagen eingefärbt. Ab hier nehme ich dich mit, wie ich diese junge Dame modelliert habe, denn ich denke, nur weiße Tupfe zu beobachten, ist ein bisschen langweilig. Also, hier geht's weiter. Weiterhin viel Spaß. Warum ich mit Pulp arbeite und nicht mit Ton? Das hat verschiedene Gründe, und zwar einerseits war für mich
wichtig, mit etwas zu arbeiten, das nachhaltig ist, etwas, das man sowieso entsorgt. Das fand ich sehr schön. Und da ich keine Geduld habe, daher ist Pulp für mich absolut ideal. Auch die Gefahr, dass es im Ofen dass es zersprengen kann im Ofen. Ich würde ausflippen, wenn ich da tagelang an einer Skulptur gearbeitet habe und dann geht sie mir beim Brennen kaputt. Das ist der Grund, warum ich mit Pulp arbeite. Ich habe das kennengelernt von 10 Jahren und bin nicht mehr davon losgekommen. Dann hat mir jemand, glaube ich, ein bisschen verzweifelt geschrieben, dass die Pulp so klebt an den Händen. Ja, was soll ich sagen? Das ist ein bisschen eine Übungssache. Es spielt keine Rolle, welchen Kleister du nimmst. Jeder Kleister ist ein bisschen anders. Da musst du wirklich ein bisschen experimentieren und ausprobieren. Der Kleister sollte einfach wirklich eine Konsistenz haben wie eine Creme. Und ob jetzt der durchsichtig ist oder nicht, das hängt vom Kleister ab. Das ist einfach von der Herstellung her. Und da musst du halt ein bisschen probieren, wie viel Wasser kann ich beifügen. Und wichtig ist die Klebkraft, die du einfach brauchst beim Pulp. Wenn die Pulp nass ist, kannst du die Pulp nicht mit Ausstecher, die man für Weihnachtskekse benutzt, das funktioniert nicht mit der Pulp. Das geht einfach nicht. Weil du hast hier die Papierfasern und da bist du halt jetzt wirklich eingeschränkt. Da empfehle ich dir wirklich mit Ton zu arbeiten. Auch kannst du die nasse Pulp nicht wirklich gut mit einer Schere schneiden. Ihr seht mich jetzt halt gerade in Aktion, wie ich aufnehme. Ich hoffe, es stört euch nicht zu fest. Aber ich dachte, wenn wir schon so gemütlich zusammensitzen, möchte ich mit euch über unseren nächsten Friseurtermin und Gleichberechtigung sprechen. Wir leben im 21. Jahrhundert und die Damen zahlen beim Friseur immer noch einen anderen Preis wie die Herren. Ich denke, wir sind uns doch alle einig, dass man den Aufwand der Dienstleistung bezahlen sollte. Und nicht nach Geschlecht. Gerade Frauen, die kurze Haare haben, die nicht länger haben wie Männer beim Friseur, zahlen dennoch einen wesentlich höheren Preis. Mir konnte noch kein Friseur diese Frage beantworten, warum Frauen mehr bezahlen wie Männer. Das ist einfach so. Das ist eine Antwort, die ich absolut nicht akzeptieren kann. Ich persönlich bezahle keinen Damenpreis. Ich bezahle den Preis für den Aufwand, den es benötigt, meine Haare zu schneiden. Und es wundert mich, dass ganz viele Damen das einfach hinnehmen und diesen Preis bezahlen. Das ging mir
die letzten Tage durch den Kopf. Ich muss euch mal fragen, wie ihr das seht, was ihr dazu meint, dass man als Frau immer noch mehr bezahlt wie ein Mann, obwohl die Zeiten haben sich geändert. Wir haben wirklich nicht mehr diesen Zeitaufwand für unsere Frisuren wie vor 50, 60, von mir aus 100 Jahren. Aber die Preise sind, wie sie sind. Schreibt mir also gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr bezahlt wie die Herren oder ob ihr gleich viel bezahlt. Das würde mich sehr interessieren und wie ihr grundsätzlich dazu steht. Und ich finde, das sollte man sich nicht gefallen lassen und dass es ist Zeit, dass das geändert wird. Es kann nicht sein, dass ich 20 Minuten beim Friseur bin und das Doppelte bezahle wie die Herren, die sogar noch eine Kopfmassage erhalten. So viel zu diesem Thema. Genau, das wollte ich einfach loswerden. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte es einfach in die Welt raustragen. Gut. Dann der Kalender. Ich habe mir da nochmals Gedanken drüber gemacht und ich werde keinen Unendlichkeitskalender machen. Das lohnt sich für mich nicht und dann wäre das Projekt auch schon abgeschlossen und das ist eigentlich nicht das, was ich will. Und dann habe ich mir überlegt, ich fände es eigentlich viel cooler, eine Agenda zu machen, wo man dann auch täglich benutzen kann. Und zwar wäre es eine Agenda, so eine kreative Agenda. Ja, ich glaube, man kann das so sagen. Eine kreative Agenda mit 4 Pulp-Anleitungen, je nach Jahreszeiten. Dann Motivationsaufgaben und Ideen. Ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll. So für Menschen, die sich mehr mit der Kreativität auseinandersetzen möchten, wo so alles ein bisschen abdecken würde. Und natürlich würden da auch all meine Kurse fürs ganze Jahr drinstehen. Eventuell schon Ausstellungen, die ich weiß, die kommen halt immer ein bisschen kurzfristig. Ja, das wäre so meine Idee. Aber das werde ich für dieses Jahr nicht mehr schaffen. Also für das nächste Jahr. Aber wenn ihr Interesse hättet an so einer Agenda, an einer sehr kreativen Agenda, dann würde ich das für das Jahr 26 machen, weil es ist sehr viel Arbeit. Und wenn wir schon bei der Arbeit sind, ich werde mein aktuelles Buch über Pulp mit den Grundlagen werde ich nicht mehr neu drucken lassen. Die Bücher, die ich jetzt noch habe, die werde ich noch verkaufen. Und dann wird es dieses Buch nicht mehr geben. Also, wenn jemand von euch noch so ein Buch möchte, dann könnt ihr in meinen neuen Shop gehen und das dort bestellen. Und es ist ja bald Weihnachten. Also es wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und dann wird sich zeigen, was ich mir als nächstes überlege. Genau.
immer noch Freitag. Wir haben 6 Uhr abends. Und meine Fliegenpilze sind fertig. Mein Finger ist wieder verheilt. Ich finde, sie sind zuckersüß geworden. Sie gefallen mir sehr gut. Die kommen in den Shop. Die könnt ihr also in meinem Shop erwerben. Und denkt daran, die Bücher werde ich ausverkaufen. Es gibt danach dieses Buch nicht mehr. Also da könnt ihr auch gerne reinschauen. Und nun möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr mich so lange begleitet habt, dass ihr den Mut hattet, auf den Abonnentenknopf zu drücken und wir jetzt endlich 10.000 kreative Seelen sind. Das freut mich sehr. Eure Kommentare lese ich sehr gern, sie berühren mich auch immer. Und die tollen Bilder und E-Mails, die ich von euch bekomme, das ist Seelenbalsam. Es motiviert mich natürlich sehr weiterzumachen. Ich habe ja versprochen, bei 10.000 Abonnenten werde ich was verlosen. Ich werde mir was überlegen. Im nächsten Video gibt es eine Verlosung. Ich überlege mir was. Ich habe noch keine Ahnung. Ich bin ein bisschen überrascht worden. Okay. Im nächsten Video werde ich euch mitnehmen, wie es weitergeht mit dieser jungen Dame. Die werde ich bemalen. Das ist auch eine Vorbereitung für die nächste Ausstellung. Sie sieht jetzt noch ein bisschen hässlich aus. Und sie muss noch ein bisschen trocknen. Aber ich denke, das wird schon. Immerhin war ich Kosmetikerin, also ich denke, hier kann ich noch was rausholen. In diesem Sinne, bleib kreativ, danke, warst du dabei. Wir sehen uns. Tschüss zusammen. Bleib kreativ, umarm dich wie Liebste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.